Nachdem jetzt die Verbindung zwischen den beiden Platten für die Gebäudefront gehärtet sein müsste, kann der Bau des Gebäudes weitergehen. Ich packe mal alles schön zusammen. Und probiere mal. Oh, da ist Leim durchgekommen. Wie es denn jetzt aussieht. So labberig wie das Ganze jetzt ist, ist es wirklich höchste Zeit, dass die Bodenplatte dran festgeleimt wird. Allerdings möchte ich da vorher noch die letzten Versteifungsverstrebungen, also die inneren Seitenwände, festbleiben. Ein bisschen Platz hier, das gute Stück schaffen. Haben wir so ein gutes Stück. Bevor ich das jetzt allerdings festklebe, prüfe ich mal, dass nicht irgendwann der Grundplatte hier im Wege sitzen wird. Da kann es ruhig hin. Ein Tropfen Leim auf die Bratwurstplatte. Ist das Ding wieder zugeleimt, geklebt. Mal gucken, ob ich das Panalzeug da rauskriege. Jo. Ein Tröpfchen Leim auf die Bratwurstplatte. Dünn einstreichen die Seitenwand. Ganze in einer sehr dünnen Schicht verteilen. Einjustieren. Für jeden, der sich Sorgen macht, das kleine Döschen mit den Gleisnägeln ist zugeblieben. Festdrücken und Gegendruck erzeugen. Aber diesmal möchte ich dafür nicht das Geodreieck opfern, weil das brauche ich gleich vielleicht. Nehmen wir mal die weiße Farbe. Festdrücken, prüfen. Ja. Als nächstes kümmere ich mich um das Dach des Gebäudes. Die Deckenplatte ist ja fertig und dran sind die Dachträger auch schon installiert. Was jetzt noch fehlt, ist eine Haut, auf der später die Dachpfannenimitate aufgeleimt werden können.
habe hier ein schönes, solides Stück 3/5er Platte. Und das würde genau das bringen, was ich mir erwarte. Ich muss mir jetzt ein Stück da rausschneiden. Und zwar sollte das Stück, das ich mir da rausschneide, eine Länge haben von 175 mm. Kommt dabei auf Feinheiten nicht weiter an. Ich kann also von der einigermaßen sauberen Kante aus 175 mm abmessen. Ich messe wieder an 3 Stellen, damit ich eine Kontrolle habe. Richte das Ganze so aus, dass ich möglichst nah mit dem Schnitt an dem Unterlegebrett bin. Lege das Lineal auf. Ja, passt. Und habe schon meinen sauberen Schnitt gemacht. Einmal das Papier abknippeln. Steht übrigens drauf, dass das Zeug Styroform heißt. Styroform. Nun kann ich den passenden Zuschnitt machen. Das Material soll ja bis knapp in die Ecke reichen. Und auf der anderen Seite habe ich ja einen Schnittpunkt hier oben. Jetzt ist wohl ein bisschen Augenmaß gefragt. Da soll es ankommen. Auf der anderen Seite natürlich hier unten. Ich schiebe das Ganze wieder möglichst nah an den Unterlichtklotz an, richte das Lineal möglichst genau aus. Und ziehe das Ganze nochmal durch. Wenn ich jetzt nicht allzu großen Mist beim Messen gebaut habe, dann müsste das Teil genau dahin passen. Und ein zweites ist daran gleich noch zu sehen. Perfekt.
Jetzt muss ich das auf der Längsachse etwas verschieben, damit ich auf der kurzen Achse möglichst gut rankomme. Und die Dachform ist gut wiedergegeben. Was so viel heißt wie, ich kann es jetzt festkleben. Ich überbrücke damit ja diese drei Träger. Und ich will jetzt gleich mit Gleisnägelchen festmachen. Mach das aber lieber beim nächsten Arbeitseinsatz. Für diesen Einsatz möchte ich die Zeit noch nutzen, um diese hübschen Teile hier anzustreichen. Das erste Mal sind mehrere Streichgänge und von daher ist das ein zeitkritisches Ding. So einer hübschen saugenden Unterlage verhindere ich nicht nur, dass der Tisch eingesaut wird, sondern auch, dass die Dinger irgendwo ankleben. Es soll grau sein für die Fugen. Ich nehme einen kleinen Schluck graue Wandfarbe oder Abtönfarbe. Und fülle einen sehr guten Schluck Prielwasser dazu. Die Lösung soll sehr dünn werden, denn ich möchte ja nicht, dass ich die Fugen, die ich mühsam reingeritzt habe, gleich wieder zusaue mit Wandfarbe. Das ist wie wenn ich Spachtelmasse drauf haue. So. Ich habe jetzt eine sehr, sehr dünnflüssige Lösung erreicht und es kann losgehen. Das Wichtige ist, dass die graue Farbe gut in die ganzen Spalten läuft, in die Fugen. Und sie soll beim ersten Mal noch gar nicht decken, das wäre nicht möglich. Damit die Fugen gut mit der Farbe gefüllt werden, muss ich in beiden Richtungen streichen, damit sowohl in die waagerechten als auch in die senkrechten Fugen gut was reinkommt. Mit einem kurzen Andruck an das Saugpapier kriege ich von den eigentlichen Ziegeln die Farbe ein Stück weit wieder weg und vor allen Dingen der Schaum, der sich durch das Prielwasser etwas bildet. Waagerechte Spalten, senkrechte Spalten. Kurzes Andrücken. Waagerechte Spalten. Senkrechte Spalten. Kurzes Andrücken.
waagerechte Fugen. Senkrechte Fugen. Kurzes Andrücken. Und dann wollen wir mal sehen, wie sich das jetzt hält. Pinsel und Farbe kann ich gut stehen lassen. Da trocknet auf tagelang nichts aus, weil es sehr hoch verdünnt ist.